Audio jump. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Ja, lange hat's gedauert, aber wir sind zurück. Viele werden sich fragen, zurück? Genau das ist das Ding. Wir haben damals schon mal einen relativ großen YouTube-Channel gehabt mit knapp 40.000 Abonnenten, den wir aber dann geschlossen haben aufgrund mangelnder Zuschauerzahlen. Wir haben im Schnitt irgendwo zwischen 8.000 und 13.000 Aufrufe pro Video gehabt und haben uns dann entschieden, den Kanal zu schließen. Was im Nachhinein, ein guter Freund von mir hat knapp eine Viertelmillion Abonnenten und hat im Schnitt seine 20.000, 30.000 Aufrufe pro Video. Und ja, das ist nichts Ungewöhnliches auf YouTube. Gut, das erstmal dazu. Wie gesagt, das ist jetzt mal so der erste Eindruck. Der offizielle Start, wie gesagt, ist am 1. September. Ab dort, wie gesagt, gibt es dann regelmäßig Uploads, wo wir dann auch richtige Let's Plays und sowas machen und euch die Stadt ein bisschen näher vorstellen. So, wie gesagt, wir gehen mal ein Stückchen hier rüber. Ich denke mal, das Gebäude ist durchaus bekannt. Der Burj Khalifa, schön beleuchtet, schön in Szene gesetzt. Insgesamt, ja, wie alt ist die Map jetzt? Knapp 3 Jahre. Und in den 3 Jahren haben ja, knapp 200 Leute an dieser Map mitgearbeitet. Und es ist Wahnsinn, was daraus geworden ist, wirklich. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass so viele Leute hier dran mitgearbeitet haben und die Map wirklich zu dem gemacht haben, was sie ist. Es ist wirklich, also ich finde es echt cool, es ist echt schön geworden. Ja, wir haben natürlich auch viel, viel, viel geplant. Insgesamt so ein paar Daten einfach mal zu der Map. Also wir haben insgesamt 493 Gebäude. Davon sind mehr als 300, ja, wo man schon Wolkenkratzer zu sagen kann. Ne? Also strukturelle Höhe ab 150 Meter, mindestens 30 Etagen. Ich denke mal, das ist schon eine Ansage. Das einzige Problem, was wir tatsächlich haben, ist ein sehr großes Problem. Das ist die U-Bahn. Es gibt eine Metro, die hat momentan 107 Stationen. 37 sind in Planung, befinden sich aber leider nur 2 im Bau. Wir haben das Problem, dass wir nur 4 Blöcke nach unten bauen können. Was natürlich, ja, so die kreative Ader, die dem einen oder anderen, also wir haben große Projekte gehabt, sagen wir so, aber es ließ sich nicht realisieren, weil wir halt nur so wenig Platz nach unten zum Bauen haben. Wir haben viele Straßen, die unterirdisch verlaufen im Innenstadtbereich und ja, es ist schade, aber gut. Wir werden eine Lösung dafür finden und werden natürlich versuchen, das Metronetz weiter auszubauen. Die Frage ist tatsächlich, warum nur 2 im Bau sind. Also das letzte Skype-Call-Meeting, was wir hatten, hat halt ergeben, dass tatsächlich nur 2 Stationen sich im Bau befinden, wo ich denke, irgendwie wir haben momentan eine Flächendeckung von knapp 30% auf der Map. Und da ist viel in Planung, ist ja 37 Stück, aber es wird leider momentan nichts umgesetzt. Dann leider viele, viele Leute momentan nicht aktiv sind und nicht allzu viel bauen. Gut, aber wie gesagt, was nicht ist, kann auch werden. So, jetzt kommen wir nochmal zu den einzelnen Gebäuden. Also wir haben insgesamt 41 Gebäude in Planung, davon sind 17 im Bau. Größtenteils, wie gesagt, werden das Wolkenkratzer sein. Die bekanntesten, wie gesagt, darunter ist The Shard aus London. Der Commerzbank Tower aus Frankfurt am Main mit Spitze knapp 301 Meter, glaube ich. Der Messeturm auch aus Frankfurt am Main mit 257 Metern. Das West End Gate ebenfalls aus Frankfurt am Main. Der Shanghai Tower. Und die Krönung des Ganzen, also die Vorbereitungen sind schon relativ weit fortgeschritten, wird der Kingdom Tower sein. Mit seinen 1007 Metern und 167 Etagen. Der wird den netten Turm doch ein Stückchen nochmal übertreffen, würde ich mal sagen. Und ja, das letzte Projekt ist der Spiraltower. Das ist ein eigens entworfenes Projekt. Der wird knapp 850 Meter hoch sein und ca. 110 Etagen haben. Ja, und die Krönung des Ganzen gibt es zuletzt. Aber wie gesagt, das wird ein Projekt, das wird nicht vor Anfang nächsten Jahres realisiert werden. Das ist der Kölner Dom. Tatsächlich, ja. Wir haben einige Kirchen auf der Map, viele auch nachgebaut. Da haben uns das bei anderen Maps mal angeschaut. Das kann ich jedem empfehlen, wirklich einfach mal zu gucken, auf andere Maps zu gehen, wenn ihr nicht bauen könnt.
und versucht es mal nachzubauen. Benutzt nicht dieses scheiß Minecraft-Edit oder so, das bringt euch nichts. Habt ihr ein Gebäude, da stehen, aber habt ihr nicht viel von. Guckt euch die Gebäude an, versucht sie nachzubauen. Versucht das einfach mal. So kann man auch bauen lernen. Kann ich jedem nur empfehlen. Ja, das war's fürs Erste gewesen. Ich bin ein bisschen auf dem Sprung, Leute. Ich muss gleich zur Uni. Und ich bedanke mich erstmal fürs Einschalten und würde mich dann freuen, wenn wir uns vielleicht häufiger sehen. Gut, vielen Dank. Bis neulich.